eine neue Produktpositionierung entwickelt für uns. Das heißt, wir wollen, ich will jetzt mal sagen, diese Jaguarness wollen wir reinbringen. Ein Jaguar, man hat genau eine konkrete Vorstellung, wie ein Jaguar aussehen soll. Das soll jeder, ne? Der muss wunderschön vom Design sein, er muss schnell zu fahren sein. Jaguars sind immer schnelle Fahrzeuge und ich muss eigentlich auch kompromisslos in der Anmutung sein. Das ist das, was Jaguar ist. Und das erste Modell in dieser neuen Strategie war der XK. Den haben wir zum ersten Mal das neue Jaguar Advance Design mal getestet, auch am Markt, gesagt, bewusst getestet, mit einem Nischenfahrzeug und ein Sportwagen, ein Sportcoupé ist immer Nische. Ne? Das ist von der Stückzahlnische bis vom Anspruch her, wo man sich über 100.000 Euro bewegt. Damit erobert man nicht das Gesicht im Marktplatz, das geht nicht, ne? Da hat man nicht die Stückzahl. Das heißt, man kann ein neues Design in so einen Wagen viel, viel leichter reinbringen, zumal auch Jaguar klassisch Sportwagen ist. Sportcoupé, dann geht das auch sehr gut. Das XK hat super funktioniert. Wir sind zum Beispiel im österreichischen Markt Form 6er BMW, wir sind vor Mercedes SL und das mit einer Organisation, die ja ein Viertel von dem ist, was Mercedes und BMW ist. Ne? Also der Wagen funktioniert, das Design funktioniert, das Produkt funktioniert, die Art und Weise, wie er als Sportwagen zu bewegen ist und als Grand Tour zu bewegen ist. Das, was wir mit dem Produkt aussagen wollen, das funktioniert im Markt. Ne? Das hat eigentlich die ganze Firma bestärkt, den Schritt auch beim XF wirklich weiterzutragen. Man sagt, dieses neue Advanced Design, das wollen wir jetzt zum ersten Mal in eine Limousine bringen. Das, was wir beim XK im Design vorgestellt haben und das, was wir an Technik im XK vorgestellt haben, das finden wir jetzt im XF. Halt interpretiert in eine Limousine. Daher das Design, ein sehr coupéhaftes Design. Das Technikteam vom XK hat den Wagen gemacht, das ganze Fahrwerk ist vom XK. Und das ist das, was Jaguar ist. Ne? Und dann geht es weiter in den Innenraum. Das ist eine völlige neue Interpretation von dem Innenraum. So hat Jaguar noch nie gemacht. Und das sage ich auch immer wieder. Nicht? Was ist eigentlich Jaguar wirklich? Jaguar hat zu seiner Zeit, wie man neue Produkte auf den Markt gebracht hat, die Welt begeistert. Das ist Jaguar Design und nichts anderes. Und das macht die XF auch. Man macht das nicht, wenn man so ein neues Produkt bringt und sagt, das ist eine Anlehnung an das Retro, wie es vor 60 Jahren war. Das ist es nicht. Sondern es ist, in der Zeit muss man seine Gene, die man hat, bestmöglich interpretieren in einem Design und das macht die XF. Ne? Darum sage ich aus dem Innenraum, wir haben mehr Holz als in einem Jaguar XJ. Aber es ist völlig anders verbaut, völlig anders verpackt und man sieht, man empfindet das ganz anders. Ich habe auch den Eindruck, dass man sie schon vorab sozusagen von der Kompatibilität zu Ford getrennt hat. Weil früher war es ja so, man hat gesagt, wir brauchen eine Bodengruppe, arbeiten ähnlich wie Audi und Skoda zusammen. Das heißt also, wir entwickeln für die Masse und adaptieren für die Klasse. Das heißt, man geht in den Kompromiss rein. Jetzt habe ich den Eindruck, man hat sich da schon frühzeitig emanzipiert und hat sich von diesen Gedanken getrennt und hat einen eigenständigen Charakter entwickelt. Man hat da zum Beispiel beim XF sicherlich Fehler gemacht. Man hat einzelne Schalter gefunden. Es waren 3, 4 Schalter beim XF, die aus Ford gekommen sind. Das hat durch jeden gestoßen. Das war nichts Auffälliges, aber man hat sich daran gestoßen. Das hat man beim XF über die Jahre komplett korrigiert. Der Wagen ist jetzt ein eigenständiger Jaguar. Aber wissen Sie, was bei einer Produktvorführung, beim Launch, was man da nicht erreicht, holt man da nicht mehr auf. Beim XF ist alles Jaguar, alles 100% Jaguar. Natürlich bedient man sich aus dem Konzern, aus den Kooperationen mit dem Konzern, man bedient sich der Computertechnologie, der Crashtest-Technologie, natürlich bedient man sich dessen. Aber alles das, was entwickelt wurde, ist 100% Jaguar, alles das, was designt wurde, ist 100% Jaguar und alles das, was der Kunde spürt, sieht und fühlt, ist 100% Jaguar und dann ist es glaubwürdig wieder. Eine Frage dazu, ohne ihn gesehen zu haben, bei dem Daimler, der auf der letzten Vienna Autoschau präsentiert wurde, ist mir aufgefallen, dass der Zündschlüssel angemutet hat wie aus dem 1992er Sierra. Dass er noch über die klassischen Modifikationen verfügt hat, wie es bei Ford und Konzern üblich ist. Wie sieht es beim XF aus? Völlig anders. Das ist ein völlig eigenständiges Design. Man macht keine Kompromisse mehr. Ne? Und so beim XF dann so und so. Wie ich gesagt habe, es ist sehr viel abgeleitet vom XK. Man kann im Prinzip sagen, was wir beim XK im Sportwagen haben, haben wir jetzt zum ersten Mal in der Limousine gemacht. Und das fängt an vom Fahrwerk, fängt an von den Designlinien und hört bei so Kleinigkeiten, sagen wir gefühlten Kleinigkeiten, wie den Schlüssel auf. Das gleiche Schlüsselsystem wie beim XK, nur die modernere Stufe noch, weil es das neuere Fahrzeug ist. Auch Keyless Start und Keyless Go. Und mit einer das ist beim englischen Fahrzeug ja so schön. Die Engländer haben wir ein Gespür für Design. Sie haben auch ein Gespür für, ja, ich würde sagen, für das Besondere. Ne? Die Engländer sagen dazu Surprise und Delight. Es werden viele Features im Innenraum wirklich Surprise und Delight sind. Das fängt an zum Beispiel mit der Startsequenz.
Sie öffnen das Fahrzeug. Entweder gehen Sie einfach hin, weil Sie Keyless Entry haben. Ne? Dann öffnet der Wagen sonst automatisch. Setzen sich rein und dann fängt der Startknopf zum Pulsieren an, wie ein Herzschlag. Dumm, 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 dumm. Dann drücken Sie den Startknopf. Der Ganghebel geht aus der Versenkung raus, genau in die Handfläche. Die Lüftungsdüsen öffnen sich. Der Touchscreen geht los. Das Biest erwacht zum Leben. Das ist ja, wenn Sie gehen rein und Sie haben den Touch, besonders was kein deutscher Hersteller machen könnte jemals. Ne? Wir können das. Ne? Das bedeutet, der Wagen ist nach Hause gekommen. Ich würde sagen, er ist wieder very British. Jaguar ist wieder angekommen, dort wo das Jaguar Herzland ist. Das ist in den Herzen, in den Seelen von Automobilen-Liebhabern, das ist Jaguar. Ich merke Ihre Begeisterung über das neue Auto, die neue Anmutung. Eine Frage habe ich, weil dann reicht die alte Klientel ja nicht aus, weil mit diesem Markt kann man ja nicht alleine glücklich werden. Also dieses Auto tritt an, um zu erobern. So ist es, welche ja. Marken müssen sich warm anziehen? Was ist der zentrale Fokus, in dem dieses Auto das Biest vorstößt? Ich sage, wir wollen mit diesem Fahrzeug bewusst wieder ein Statement machen in diesem Segment. Alle, die das Besondere haben wollen, und sage ich auch bewusst, alle diejenigen, die jetzt, weil die klassischen Limousinen langweilig geworden sind, in den SUV ausgebrochen sind, die wissen das nicht mehr. Ne? Wir haben viele, die sagen, nimm diesen Wagen, du hast ein viertüriges Coupé, du hast dieses Mehr an Begeisterung, dieses Mehr an Dynamik, dieses Mehr an Innovation und Modernität, das dir vielleicht bis dato auch ein SUV-Konzept gegeben hat, musst du nicht mehr. Bleib in deinem Konzept, du hast eine Limousine, die wunderbar funktioniert. Und natürlich werden wir auch eine Abkehr haben von dem klassischen Retro-Design. Der deutsche Mitbewerber. In meiner Wahrnehmung hat natürlich Ratan Tata mit der Vorstellung. Ganz kurz mit der Frage anfangen. Ach so, natürlich, ja. Jetzt wäre es ja sehr schön, wenn wir in England verweilen könnten, sagen könnten, okay, Jaguar ist wieder dort, wo es eigentlich hingehört, in very British, Great Britain, als Basis, als Ideenschmiede. Und just in diese Zeit der Euphorie, der Produktpräsentation platzt die Nachricht herein, dass The Company, dass Ford sich von dieser Produktlinie von Jaguar trennt und dass der Zuschlag nach Indien ging zu Tata, die der bisher eher in dem Ruf standen, besonders preiswerte, um nicht zu sagen billige Autos, für den indischen Markt zu produzieren. Ja. Wie steht man jetzt als jemand, dem das Herz bluten müsste, wenn es darum geht, dass man jetzt Jaguar vom Wühltisch bekommt? Du musst länger ausführen. Wir wären damit ja nicht indisch. Also, zum einen hat Ford, Ford hat angekündigt, man führt jetzt Endverhandlungen mit Tata. Jetzt kann man den Gedanken weiterspinnen, wenn das so ein Konzern macht, man führt die Endverhandlungen, um etwas zu Ende zu verhandeln, und gehen wir mal davon aus, Tata erhält den Zuschlag. Dann ist Tata als Firma bei uns nicht bekannt. Tata hat der ganzen Detroit Motor Show die Show gestohlen in der Ankündigung des Billigsautos von 1.700 Euro. Nicht? Das ist aber nur ein Element und eine Branche, die Tata belegt. Tata ist ein riesengroßer Konzern mit 292.000 Mitarbeitern, in 7 Branchen tätig, von Chemie über Rohstofferzeugung, über IT, über Software, über natürlich auch Automotive, wobei das einer der kleineren Teile ist. Und Tata hat 92 Unternehmen in 80 Ländern dieser Welt. Also das ist, ich sage das mal auch ganz polemisch, kein Turbanbinder, das ist ein Global Player. Und wird immer noch stärker, wenn es um die Technologisierung des indischen Subkontinents geht, in des asiatischen Raumes. Das möchte ich drei Sachen zitieren. Ne? Das eine ist ein Zitat von Louis Booth, dem Europachef und damit Chef von Ford in Europa, Jaguar Land Rover und Volvo, der ganz klar gesagt hat vor 3 Tagen, Ford verkauft Jaguar Land Rover nicht, weil man Jaguar Land Rover abstoßen will. Er ist auch hoch emotional mit diesen Marken verbunden und mit der britischen Industrie verbunden. Nein, Ford muss diese Marken verkaufen, weil Ford mit dem Rücken an der Wand steht. Die Marken haben jetzt eine wunderbare Produktausprägung, eine sehr, sehr tolle Zukunft vor sich. Land Rover hat das jetzt belegt, alle Produkte sind neu gemacht und hat auch mit dem LX die Vision gezeigt, wo die Reise in Zukunft hingehen wird. Und das heißt noch mehr Wachstum. Jaguar bringt gerade jetzt den XF, hat weitere Produkte im Köcher und Ford sagt ganz klar, wir haben aufgrund des finanziellen Druckes, den wir durch Nordamerika haben, wir sind nicht in der Lage, dieses Produktprogramm für Jaguar, für Land Rover durchzufinanzieren. Das heißt, wir müssen, damit diese Marken, das, was jetzt passiert mit diesem Markt, mit diesen tollen, fantastischen Produkten auf den Markt kommen, dass das weitergehen kann und sich jetzt weiter ausbauen kann. Weil jetzt hat man die Heimat gefunden, man hat sie für Land Rover gefunden und man hat sie für Jaguar gefunden. Dass das weitergehen kann und weiter prosperieren kann, braucht Jaguar Land Rover einen anderen Partner.
deswegen verkauft man. Ne? Man hat mit Tata eine Firma, die wie gesagt eine sehr, sehr große Firma ist, die eine Umsatzrendite von 10% hat. Also ich bin jetzt 14 Jahre bei der Firma dabei. Ich kann mich nicht erinnern an eine Zeit, die im Vorland nur annäherungsweise eine solche Rendite hatte. Ne? Das heißt, man hat die Braut jetzt geschmückt und sie am Markt wirklich auch wertig vermarktet. Es kam also nicht zu einem Zwangsverkauf, wo man gesagt hat, man holt den Erstbesten, der sich bereit erklärt. Dann bleibt uns jetzt im Grunde nur noch eins übrig. Wir schauen uns die Braut mal gemeinsam in Detail an. Vielen Dank, Herr Magister Hodelhardt, für das informative Gespräch. Und wir schauen uns jetzt mal gemeinsam den XF an.